Wer jetzt im IBMUG 2023 unsere Videos über datensparsame Tools, mobile Videotools und Microsoft Power Toys gesehen hat, fragt sich jetzt vielleicht, und wo sind die KI-Tools? Immerhin haben wir das Jahr 2023, es dreht sich fast alles um künstliche Intelligenz und vom IBMUG kann man sich innovative Inhalte erwarten. Also wo sind sie? Die Antwort lautet, sie kommen in Lektion 5, unserem Modul mit dem Titel Zukunftstrends. Und es hat einen guten Grund, warum wir KI nicht unter dem Titel Tools vorstellen. Gerade generative KI, die jetzt überall neu in Verwendung kommt, ist für uns in ihrer Funktionsweise und in ihren Produkten noch sehr ungewohnt. Das heißt, da braucht es auch Hintergrundwissen über die Funktionsweise und auch Reflexion über die gesellschaftlichen Auswirkungen. Und das ist nicht mit reinen Tutorials zu haben. Also bleiben Sie bitte dran und kommen Sie zur Lektion 5, die Mitte Oktober veröffentlicht wird. Und falls jemand von Ihnen schon sehr auf einen Input wartet, hier ein kleiner Spoiler. Als bewährte Anwendungen werden wir unter anderem Sprachmodelle für die Angebotsvorbereitung vorstellen, außerdem chatfähige Kursunterlagen und einen PowerPoint-Generator und wir werden einen Blick auf Co-Piloten werfen und darüber hinaus auf die individualisierten KI-Technologien, die sich jetzt schon ankündigen. Also bis bald!